So, dritter Spurbeutel hier im Ziel mit einer Laufzeit von 54,52. Vorbereitungen laufen jetzt hier für das Team Zern, Koskok, Schaller und Ortmann. Also es wird jetzt gleich losgehen in wenigen Augenblicken mit dem zweiten Lauf, sobald wir hier das Grün vom Startleiter bekommen. Und das Zeichen ist da. Also Bahn frei jetzt für das Bob-Team Zern, Koskok, Schaller und Ortmann. Bob-Team Zern gestartet. Damit ist jetzt der zweite Lauf hier offiziell eröffnet. Also Startzeit 5,27. Ist nochmal ordentlich schneller hier, 7 Hundertstel als dem ersten Lauf. Also schauen wir mal, ob es sich hier verbessern kann. Judai ist ja nur 2 Hundertstel vor ihm. Also müssen jetzt ordentlich was vorlegen. Erste Zwischenzeit, 22,40. Wie gesagt, bitte vorbereiten dann das zweite Team, 6 Schnellste aus dem ersten Lauf, Bob, Team Judai. Jetzt gucken wir kurz bei Zern hier rein. Also, Ausfahrt Kreisel, 39,67. 2 km/h hier im Kreisel verloren, aber das ist jetzt ein überschaubarer Wert. Ausfahrt 14, 46,80, Topspeed 124,9. Das ist gar kein schlechter Wert, aber ob es reicht, um ganz vorne hier bei den Jungs noch mal kurz mit anzuklopfen. 54,80 die Durchgangszeit hier im zweiten Lauf. Gesamt der Addition der beiden Läufe 1,49,71. Das ist jetzt erstmal die Referenz hier für die Jungs, die noch kommen. Der erste steht hier schon oben am Start. Also Startaufruf nun für Alexander Judai mit seinen Jungs von Wenzel, Tim Kessler und Erik Strauß, alle vom BSC Sachsen-Oberbernburg. Startfreigabe erteilt, Bahn ist frei. So, Bob Team Judai gestartet. Startzeit 5,27. Also nochmal 2 Hundertstel schneller wie im ersten Lauf. Vorbereiten dann das nächste Team, Bob Team Hannischhofer. Laufzeiten von Zern waren nochmal 5,27 und 54,80. Ja, Judai ist hier schon unterwegs. Ausfahrt Omega, erste Zwischenzeit 22,42. Na, da liegt der Pari im Moment mit Zern. Das war ja nicht so viel, was er Vorsprung hatte, nur 2 Hundertstel. Vielleicht kann er auch nach vorne noch was bewirken. Da waren es 8 Hundertstel auf Hannischhofer und 14 auf Amor. Also, Platz 4 sollte doch drin sein. Kommt jetzt hier aus dem Kreisel mit einer 39,66. Da liegt er vorne 3 Hundertstel. Also, kann höchstwahrscheinlich, wenn er den Vorsprung hier unten mitbringt, seine Platzierung behalten. Also Zwischenzeit 46,76 mit 125,2 km/h. Das ist ein km/h schneller, kommt jetzt hier ins Ziel. 54,79, Gesamt 1,49,68 und da sind es noch ganze 3 Hundertstel, die er hier mitgebracht oder hier insgesamt dann noch hat auf Zern. Ob das jetzt reicht, hier noch Plätze gut zu machen, das werden wir sehen. Auf jeden Fall hat er seinen 6. Platz hier, den er aus dem ersten Lauf mitgebracht hat, verzeitigt. Es führt also Judai vor Zern. Damit nun Startaufruf für den 5 Schnellsten hier aus dem ersten Lauf für das Bob-Team Hans-Peter Hannischhofer vom BRC Thüringen mit Isam Amor, Frankfurt, Tim Gessenhardt und Marcel Kornhardt, beide aus Erfurt. Startfreigabe erteilt, Bahn ist frei.
So, Hans-Peter Hanischhofer, 5:17 Startzeit. Ja, Topwert, also auch nochmal 200 schneller wie im ersten Lauf. Hat er schon im ersten die schnellste Startzeit. Bitte vorbereiten dann das Bob-Team Armor. Adam Armor ist dann der nächste. Today-Zeiten 5:27, 54:79. Erste Zwischenzeit für Hanischhofer, 22:24. Hat er schon mittlerweile 26 Hundertstel Vorsprung. Also hat hier seinen Vorsprung deutlich ausbauen können. Kommt hier ganz gut aus der 9. Jetzt wird es nochmal interessant im Kreisel. Da kann man ordentlich Zeit liegen lassen. Ah, doch, die eine Welle mehr oder weniger mitgenommen hier, 39:54. Hat er bloß trotzdem nur 1 km/h hier im Kreisel verloren gegenüber den anderen. Kommt jetzt ja aus der 14 mit einer 46:71. Topspeed von 124,6. Sollte auf jeden Fall reichen, vorne zu bleiben. Genauso ist es. 14 Hundertstel hat er hier gut auf Judai mit einer 54:73. Gesamt 1:49,54. Also wie gesagt, 14 Hundertstel haben hier gereicht, um zumindest die Position erstmal zu halten. Vielleicht reicht es ja auch für noch den einen oder anderen Platz nach vorn. Es führt im Moment Hanischhofer vor Judai und Zapp. Damit nun Startaufruf. Den viertschnellsten hier aus dem ersten Lauf für das Bob-Team Amor. Adam Amor mit Nick Stademann, Benedikt Hertel und Erik Engelhardt, alle vom BRC Thüringen. Und die Startfreigabe erteilt. Die Bahn ist nun frei. So, Adam Amor, also der Thüringen Express jetzt hier gestartet mit noch 5:22. Eine Hundertstel hat er hier noch gut auf seiner. Hannischow war richtig gut unterwegs oben. Startet ja mal bombig. Bitte vorbereiten dann Bob Team Semmler. Laufzeiten Hannischhofer waren 5:17, 54:73. Erste Zwischenzeit Amor 22:37. 700. Rückstand auf den im Moment führenden Hannischhofer. Kommt jetzt hier aus der etwas spät, aber kommt etwas schwimmend hier aus der 9. Mal sehen, wie viel Schwung es jetzt hier gekostet hat. Das werden wir dann Ausfahrt Kreisel sehen. 39:72, da liegt er auf 4. Also er hat hier einiges verloren. Die sind ja auch alle sehr, sehr nicht beieinander gewesen. Aus dem ersten Lauf kommt er aber super hier aus der 14. Mit einer 124,1 reicht es aber nicht, mit dem Topspeed hier ganz vorne anzugreifen. Und so ist es. Sie kommen ins Ziel mit einer 54:94. Gesamt 1:49,69. Da hat er also hier noch einen Platz an Juday verloren. Also muss ich erstmal hier auf der 3 eingruppieren. Es führt also weiter. Hanischhofer vor Judai und Amor. So, und dann kommen wir nun zu den drei schnellsten hier. Die sind ja wirklich sehr, sehr dicht beieinander. Also, Startaufruf nun für Nico Semmler, Max Neumann, Hendrik Bosse und Oliver Peschk, Renngemeinschaft Ilsenburg, Winterberg, Magdeburg und Potsdam. Startfreigabe erteilt, Bahn ist frei. So, Jungs sind gestartet. Also, Semmler, Startzeit 5:22. Bitte vorbereiten dann die zweitschnellsten hier aus dem ersten Lauf. Bob Team Illmann. Laufzeiten Amor waren 5:22 und 54:94. Herr Semmler, wie gesagt, nur 5 Hundertstel von der Spitze entfernt. Also auch er legt jetzt hier ordentlich vor. Erste Zwischenzeit 22:27, nur zweitschnellste Zwischenzeit hier in dem zweiten Lauf. Aber in der Addition sind es immer noch Ausfahrt 9, 44 Hundertstel. Also mittlerweile die Uhr schon wieder gekippt hier. Kommt hier auch durch den Kreisel mit der 39:37. Auch dort liegt er auf jeden Fall wieder vorne, kann seinen Vorsprung auf 68 Hundertstel mittlerweile ausbauen, kommt aus der 14 mit einer 46:37, 127,7 Topspeed hier bis jetzt in diesem Durchgang. Semmler im Ziel mit einer 54:22, damit im Tor nimmt er hier ganz klar die Führung, kann also seinen Vorsprung nochmal auf 9 Zehntel ausbauen. Gesamt 1:48,46.
Ja, was bedeutet das für Semmler? Eine Medaille hat er schon mal sicher. Also, Platz 3 kann ihm sozusagen hier offiziell niemand mehr nehmen. Aber zwei haben ja noch was dagegen, dass er ganz vorne stehen bleibt. Und das erste Team ist hier Maximilian Illmann, Henrik Proske, Lukas Koller und Felix Dams, Renngemeinschaft aus Obernburg bzw. Fallenbach und vom mitteldeutschen SC Magdeburg. Startfreigabe erteilt, Bahn ist frei. So, die vier Jungs sind jetzt hier gestartet mit dem sächsischen Piloten Maximilian Illmann. Startzeit 5:22. 3 Hundertstel sind sie ja nur weg vom Hafer, aber nur 2 Hundertstel nach hinten zum Semmler. Schauen wir mal, wo er jetzt hier sich eingruppiert, beziehungsweise was er jetzt aus mit diesem zweiten Lauf jetzt hier alles noch macht. Hafer bitte vorbereiten und Semmler 5:22, 54:22. Erste Zwischenzeit 22:34, liegt er in diesem Durchgang nur auf 3 und hat mittlerweile auch schon auf Semmler etwas verloren. Mittlerweile 15 Hundertstel Rückstand, kommt jetzt hier aus dem Kreisel mit einer 39:59, auch nur drittschnellste Durchgangszeit in diesem Lauf. Immer noch auf der 2:24 Hundertstel Rückstand, kommt jetzt hier durch die 14. Topspeed 126,8, fast derselbe identische Wert wie Semmler, aber reicht das jetzt hier unten im letzten 54:52, damit Gesamt 1:48,92. Da haben dann doch 28 Hundertstel hier gefehlt, um die Position zu halten, aber trotzdem, dritter Platz ist ihm auf jeden Fall sicher. Es bleibt also dabei, Semmler bleibt im Moment vor Illmann auf der 3, zurzeit Hannischhofer 4, Chudai. Aber einen haben wir ja noch, den schnellsten aus dem ersten Lauf. Mit Startaufruf nun für das Bob-Team um Christoph Hafer aus Fallenbach mit seinen Anschiebern Michael Salzer, Matthias Sommer und Tobias Schneider aus Stuttgart, Winterberg und Fallenbach. Und Startfreigabe erteilt. Bahn ist nun frei für den schnellsten aus dem ersten Lauf. So, Christoph Hafer steuert jetzt hier seinen Bob in die Bahn. Startzeit 5:21. Zweitschnellste Startzeit hier im zweiten Lauf. Aber in Addition ein bisschen hat er was mitgebracht. 600 noch Vorsprung vor den im Moment führenden Semmler. Zwischenzeit 22:27. Immer noch zweitschnellste Zwischenzeit. Aber, also hier Durchgangszeit im zweiten Lauf. Die Addition bringt ihm da doch einen kleinen Vorteil mit. Kommt jetzt hier aus der 9. Da sind es noch 300 Vorsprung. Jetzt wird es entscheidend, was hier im Kreisel dann doch liegen bleibt oder nicht. Zwischenzeit 39:40, zweitschnellste Durchgangszeit. Jetzt ist es pari. Also, es zeigt mir weder Plus noch Minus an. Das bedeutet, sie sind jetzt gleich schnell Semmler oder Hafer. Schauen wir mal. Topspeed 127,3. Auch der Wert ist ähnlich wie Semmler es gezeigt hat. Hafer jetzt gleich im Ziel mit einer 54:24 und Gesamt 1:48,61. Da hat also 300 gereicht, die er sozusagen aus dem ersten Lauf mitgebracht hat, um hier deutscher Meister zu werden. Also Bob Team Hafer mit Michael Salzer, Matthias Sommer und Tobias Schneider. Herzlichen Glückwunsch zum inoffiziell natürlich deutschen Meistertitel im Vierer Bob der Herren. Auf 2 Bob Team Semmler mit, wie gesagt, 300 Rückstand. Auf der 3 ist Illmann, auf der 4 Hannischhofer, Juday auf der 5, 6 ist Amor und Platz 7 ging an das Bob-Team Zern. Damit kommen wir nun zum zweiten Lauf der Damen. Und die Bahn ist nun frei für das Bob-Team Diana Filipski und Tamara Anger, jetzt hab ich's, vom WSV Königssee. Ja, muss man dann ganz schnell noch die Zettel hier switchen, aber ist alles im Rahmen. Startzeit 6:26 für
die jungen Damen hier, Tamara und Diana, wieder vorbereiten. Das nächste Bob-Team, Team Zimmer. Drei Teams sind hier noch am Start. Die anderen leider mussten zurückziehen, beziehungsweise sind dann doch heute nicht mehr hier vertreten. Aber für Filipski heißt jetzt erstmal auch ordentlich vorlegen. Zwischenzeit war 24:35 aus dem Omega. Sie kommt jetzt auch gleich hier aus dem Kreisel. Zwischenzeit 42:55. Auch eigentlich relativ gute Ausfahrt hier aus der 14:50.11. Die Zwischenzeit Topspeed 118,4. Solide Fahrt. Filipski jetzt im Ziel mit einer 58:54, Gesamt 1:57.08. Damit nun Startaufruf für die sächsische Pilotin Maureen Zimmer vom BSC Sachsen-Oberbernburg und Nele Schoten, TV Gladbeck. Startfreigabe erteilt, Bahn ist frei. So, Maureen Zimmer, ihre Startzeit 5:68 mit der Vorbereitung Bob Team Nolte. Laufzeiten für Filipski waren 6:26 und 58:54. So, Bob Team Zimmer, wir haben sie denn mitgebracht aus dem ersten Lauf? Na, 42 Hundertstel, erste Zwischenzeit 23:46. Jetzt aus der 9 haben sie dann doch zwei Banden hier mitgenommen, also konnten das Ausbrechen des Hecks nicht ganz verhindern. Ausfahrt, Kreisel 41:82, da sind sie auch noch die schnellsten hier in diesem Durchgang. Eine Sekunde Vorsprung mittlerweile auf die im Ziel befindlichen Filipskis. Kommen jetzt hier gleich ins Ziel. Was ist der Topspeed? 114,4, ähnlicher Wert. Im Ziel jetzt das Bob-Team Zimmer mit einer 58:36, Gesamt 1:56.48 und da waren es noch 60 Hundertstel, die sie hier auf der Habenseite hatte, um ihre Position zu halten. Also hat hier unten im letzten drei Kreisen oder in den letzten drei Kurven nochmal 4 Zehntel liegen lassen. Aber es reicht, um zumindest auf der 2 hier sicher zu stehen. Eine haben wir noch und zwar nichts Geringeres als die Olympiasiegerin Laura Nolte und Lena Neunegger von BSC Winterberg bzw. SC Potsdam. Und die Bahn ist frei. So, Renngemeinschaft hier. Laura Nolte, Lena Neunegger gestartet mit einer 5:73. Zweitschnellste Startzeit, aber sie bringen jetzt so viel Vorsprung hier aus dem ersten Lauf mit. 1,2 Sekunden, das ist eine Welt. Wie gesagt, Laufzeiten von Zimmer waren 5:68, 58:36. Was müssen die Mädels, die jetzt hier da sind, also Nolte und Neunegger, fahren? Eine 59:57 und schneller, um deutscher Meister zu werden. Das sollte ihnen doch gelingen. Im ersten Lauf war es eine 56:91. Kommen jetzt hier aus dem Kreisel. Oh, bisschen spät, aber 41:20. Noch sind es mittlerweile schon 1,9 Sekunden Vorsprung. 2 Sekunden hier, ein vor der 14. Auch wenn das Boot etwas quer stand aus der 14. Und der Topspeed zeigt uns aber, dass sie ja richtig schnell unterwegs sind mit 119,1. Jetzt im Ziel mit einer 57:08. Also ganz klar hier das Rennen gewonnen. Also es gewinnt die deutsche Meisterschaft hier in Altenberg im Sachsen. Energie Eiskanal. Das Team Nolte, Neunegger vor Zimmer Schulten auf 2 und auf 3 Filipski Angerer.
herzlichen Glückwunsch natürlich den neuen gebackenen deutschen Meistern und den Platzierten. Hier geht es ja noch weiter mit zwei Spurschlitten. Wir beginnen nun mit dem Spurschlitten Nummer 1 vom Topstart Bob Team Brendel. Bitte vorbereiten. Nur kurz zur Information allgemein nochmal für die Piloten. Also 11.15 Uhr ist dann Siegerehrung. So ist es angedacht im Zielbereich hier oben am Wiegestart. 11.15 Uhr. Und die Bahn ist nun wieder frei. Track is clear für den ersten Nachläufer. Bob Team Brendel. Rennen gestartet, also erster Nachläufer jetzt hier unterwegs, Startzeit 6.08. Topstart jetzt gesperrt. Einen haben wir ja noch von der Dame, also vom Darmstart. Bob Team Böhmer, bitte vorbereiten. So, Team Brendel im Ziel, also erster Nachläufer. Laufzeit 57,95. Und die Bahn ist nun wieder frei. Darmstadt für das Bob-Team Böhmer. Also zweiter Nachläufer jetzt gestartet. Der letzte Schlitten hier im zweiten Lauf. So, ein paar Meter hat jetzt das Team Böhmer ja noch unterwegs zu absolvieren. Wie gesagt, wer möchte, kann sich gern hier oben am Wiegehaus, das ist das Ende des Eiskanals, um 11.15 Uhr einfinden. Da werden wir dann Siegerehrung für die deutsche Meisterschaften im Viererbob der Herren und im Zweier der Damen dann veranstalten. Jetzt im Moment kommt Böhmer ins Ziel, 57,12 die Laufzeit. Bahn ist zunächst erstmal gesperrt. Wie gesagt, 11.15 Uhr Siegerehrung dann hier oben am Wiegehaus.